Hallo Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gamebells. Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Steam World Build in der Jingle Balls Edition. Das letzte Mal haben wir uns ein kleines hübsches Städtchen aufgebaut. Eine nette kleine Arbeitersiedlung. Aber wir brauchen Ingenieure, damit wir in den Untergrund gehen können. Das heißt für uns, Stadt weiter ausbauen. Denn wir brauchen Ingenieure, die wir auch passenderweise gleich da hinten ansiedeln werden. Aber zuerst brauchen wir Arbeiter. Es gibt ja kein Umwandeln. Gemischtwarenladen. Schön, die Abdeckung passt. Und weiters benötigen sie eine Wartungswerkstatt, die sie auch hier bekommen. Können wir anfangen, unsere ersten Ingenieure zu basteln. Okay, ja, wir haben Kabine. Was jetzt auch nicht überraschend ist. So, also sie brauchen einen Saloon. Weiters eine Brennerei. Kaktussaft haben wir. Einen Glasbläser und eine Sandsieberei. Okay. Wo haben wir eine schöne Möglichkeit? Und schön Sand zu sieben. 94. Ah, das schaut auch schlecht aus. Wie schaut es aus hier oben? Auch schlecht. Ja, da liegen wir hier noch. Ganz gut. Okay, bauen wir es hier. Brauchen wir hier einen Glasbläser. Ja, dann setzen wir gleich daneben hin. Und eine Brennerei.
Die etwas größer ist als der Standard. Die können wir hier hinsetzen. Und natürlich, last but not least, das ein oder andere Lagerhaus. Okay, Sand wird gesiebt. Der arbeitet bereits. Wir schauen unsere Bretter aus. Okay, also unsere Produktion ist dann noch etwas niedrig. Wir brauchen mehr Holzfäller. Bekommen. Statistik geht wieder nach oben. Sehr schön. Das braucht 12, das braucht 4. Das braucht 10. Was brauchen wir dann hier? Okay. 8 Bretter. Aber zuerst noch ein paar zufriedene Ingenieure. Ohne denen wird's das nichts. Na, dann sorgen wir gleich dafür, dass wir die ganzen Bäume hier in Beschlag nehmen.
Denn in weiterer Folge brauchen wir doch so viel Holz. Was sorgen wir lieber jetzt schon dafür? Arbeiter haben wir genug. Also daran soll es nicht scheitern. Ja, das geht schön in die Höhe. Dann plus 4, das heißt, wir können noch ein weiteres Sägewerk an den Start bringen. Feines Gold. Okay. Das werden wir alles noch zu Genüge finden. Ja klar, gebranntes ist jetzt noch ein wenig wenig, aber das wird auch bald. Hier geht die Produktion schön voran. Das gefällt mir. Alles schön abgedeckt. Auch hier perfekte Abdichtung. Alles da. Tja, jetzt brauchen sie nur... umschauen, ob man noch so diese Roller finden. Da ist noch einer. Tja, Casino hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Die Statistik sagt, ja, wir bauen genug Bretter ab. Alles gut, alles schön.
Sehr schön, der Salon ist auch bereits in Betrieb. Jetzt zaubert wir ein paar Ingenieure mehr. Plötzlich ist alles in Betrieb. Dann lasst uns noch ein paar Ingenieure basteln. Wir werden noch genug brauchen. So, was haben wir jetzt hier? Den Werkzeugmacher, das Vermessungsamt. Ja, Vermessungsamt gibt es natürlich. Braucht Werkzeuge, die wir im Untergrund finden. Mit der schönen mit der Asphaltstraße, die natürlich Werkzeuge benötigt. Das Ganze benötigt Schrott, den wir aktuell ja noch nicht haben. So. Dann kaufen wir uns einfach ein klein wenig Schrott ein. Man will ja schließlich und endlich nicht einfach so nach unten stürmen und dann nichts im Hintergrund haben. Wir brauchen Werkzeug. Und davon jede Menge. Ja, gebranntes läuft. Läuft. Alles gut, alles schön. Das ist herrlich.
keinen neuen Gegenstand. Das ist schade. Jetzt können wir da auch alles aufarbeiten. Und ich würde sagen, zur Sicherheit, um keinen Engpass zu befeuern, machen wir sicherheitshalber noch einen zweiten Werkzeugmacher. Besser einen zu viel als einen zu wenig. Und mit ausreichend Werkzeugen können wir nämlich auch dann die Asphaltstraße bauen, womit wir die Reichweite der einzelnen Gebäude erweitern. Und cool schaut's auch noch aus. Jetzt haben wir nämlich auch die Abdeckung bis da ganz nach hinten. Spitzhackenschmied, Blechfabrik und die Ersatzteilerei. Sehr schön, sehr schön. Ja, das sind wir dann für den Untergrund wenigstens dann gleich schön gerüstet. Gebt mir noch ein Werkzeug. Seid so nett. Na komm. Sehr schön. Denn so, da kommt der
eigentlich die Blechfabrik hin? Und die Ersatztellerei. Die können wir ja schön hier reinsetzen. Und das obligatorische Lagerhaus. Schön alles aufbauen, Jungs. So, aber wir können noch eines. Das brauchen wir nämlich dann. Das Naturkundemuseum. Hat nämlich den Effekt, effizientere Minenarbeiter und auch die Raum- und Quartiereffizienz ist größer. Mehr Arbeiter auf weniger Platz. Und schaut auch noch cool aus. Einer sagen, wir sind nicht gut gerüstet. So, das braucht 8 Werkzeuge. Ja, das baut auch schön langsam. Brauchbares. Oh ja, das ist sehr brauchbar. Das nehmen wir uns. Das werden wir am besten. Ja, hier einsetzen. Kann man schön liefern. In Richtungen. Noch ein klein wenig Deko. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da oder ein Kommentar.
um keine weiteren Videos zu verpassen. Ein Abo mit Glöckchen würde mich freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich bin raus.